Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist er wieder, euer Hotte019. Ja, in diesem Video geht es heute um eine Überraschung. Und zwar habe ich von einem Abonnenten ein neues Fahrzeug gesponsert bekommen. Und zwar das KEF, dieses Kleineinsatzfahrzeug. Ja, vielen Dank dafür, Markus, dass du so nett bist und mir dieses Fahrzeug spendest. Ich wollte mir dieses Jahr nicht kaufen, weil es mir zu teuer ist, 15 Euro für nur dieses Fahrzeug zu zahlen. Ja, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Ja, das ist das Fahrzeug. Sehr schönes Fahrzeug, ein kleines Fahrzeug mit ein paar neuen Einsätzen. Und ich schlage mal vor, wir fahren dann direkt mal den ersten Einsatz. Ein Pumpeneinsatz und wir gehen in den Angriffstrupp. Wir spielen dann den Angriffstruppführer. Achtung, Hilfeleistung, Pumpeneinsatz, Einsatz für KEF-1. So, wir haben einen Pumpeneinsatz. Da wird dann auf jeden Fall irgendwie was unter Wasser stehen. Eventuell ein Keller oder eine Straße. Die Blaulichter auf dem Dach sind Doppelblitzleuchten, so wie das aussieht. Ja, mit Martinshorn. Man könnte natürlich auch das E-Horn dazu schalten, aber die KI fährt gerade. KEF, Kleineinsatzfahrzeug. Ausgestattet mit einer Pumpe, mit einer Bohrmaschine, mit ein paar Schläuchen, mit Ölbindemittel und einer Kettensäge. Und da sind wir schon an der Einsatzstelle. Da sehen wir auch ja, die kleine Tiefgarage, die überdachte Tiefgarage ist unter Wasser. Dann nehmen wir mal die Pumpe zur Hand. Oh ja, richtig braune Brühe. Kam wahrscheinlich aus dem Gully hoch. Geregnet hatte es nicht bis jetzt. Dann nehmen wir noch den Schlauch. Legen wir den erstmal ab und rollen ihn aus. Und dann schließen wir den an der Pumpe an. Den Schlauch noch schön gerade hinlegen, dass auch schön in den Gully fließt und nicht alles mitten auf der Straße. Und schon geht's los. Wir pumpen den Keller bzw. die Tiefgarage leer. Ja, da sieht man auch schön, wie das Wasser zurückgeht. Da oben ist nochmal das KEF. Auf jeden Fall mit diesem neuen Fahrzeug haben wir ein paar neue Einsätze, die ich nachher auch wieder aufnehmen werde und euch zeigen werde. So, dann haben wir hier alles leer gepumpt. Dann können wir jetzt anfangen aufzuräumen. Wir nehmen die Pumpe wieder zurück und den Schlauch. Der Kollege, der hilft mir da oben, die Pumpe ins Fahrzeug zu befördern, und ich bringe den Schlauch in das Fahrzeug.
Gut, falls euch dieses Video gefallen hat, lasst ein Like da und wenn ihr neu seid, dürft ihr mich gerne kostenlos abonnieren, um in Zukunft kein Video mehr zu verpassen. Um mich zu unterstützen, wäre es richtig nice, wenn ihr dieses Video in eure Gruppen wie WhatsApp, Facebook oder Snapchat teilt, wie auch immer. Unten in der Beschreibung habe ich noch mein Equipment, das ich nutze, verlinkt. Auch dieses Spiel könnt ihr dort über einen Link erwerben. Checkt auch meine anderen Videos. Ich bin raus. Habt einen tollen Tag. Macht's gut. Bis dann und tschüss.